noch mehrere Dimensionen gibt als die, die wir sehen. Zum Beispiel, stell dir mal die Erde vor, die ist so rund. Ich weiß, viele wollen das aus meinem Mund nicht hören. Ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Lebewesen eine Seele hat, auch eine Mücke. Wir sind nicht nur Fleisch, Knochen und Blut, wir sind Strom, Digga. Und jetzt frage ich mich, ne, woher kommen diese Stromimpulse? Das ist eine verfickte KI. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Jetzt sind wir da, wo wir hinwollen, Bruder. Glaubst du an Gott? Gibt es Zeit? Eine Frage an dich. Haben wir Menschen die Mathematik erfunden? Die sagt zum Beispiel, dass Männer gehirnstrukturmäßig ganz anders aufgebaut sind als Frauen. Die wollen keine Lösung. Das heißt, wenn du mit einer Lösung kommst, steht deine Frau schon da und sagt, ich habe schon meine Koffer gepackt. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Glaubst du, dass es noch mehrere Dimensionen gibt als die, die wir sehen? Natürlich, Bruder. Natürlich. Bro, alleine die Dimension der Schallwellen kannst du nicht sehen, kannst du zwar messen. Schau mal, wenn ich jetzt mit dir rede, du hörst mich. Aber kannst du meine Stimme sehen? Nein. Könnte man aber. Man kann sie darstellen. Man kann sie darstellen in einem Musikprogramm, die Ausschläge. Ne? Aber wenn jetzt ein Mensch vor dir steht, ihr seid draußen in der Natur, du redest mit ihm, dann kannst du die Schallwellen ja nicht direkt sehen. Das ist eine Dimension für sich. Funkwellen kann man auch nicht unbedingt sehen, kann man aber messen. Also es gibt so viele Bereiche in verschiedenen Dimensionen, weil wenn wir über Dimensionen reden, haben wir immer diese Science-Fiction-Vorstellung. Du gehst durch ein Tor, Stargate. Auf einmal in einer anderen Welt. So. Ne? Und Dimension, es gibt zum Beispiel Frequenzen, ganz tiefe Frequenzen, die kann dein Ohr gar nicht hören. Mhm. Und ganz hohe Frequenzen, die kann dein menschliches Ohr gar nicht hören. Hunde können es vielleicht hören, aber wir nicht. Wir als Menschen können nur einen bestimmten Bruchteil von dem sehen und hören, was eigentlich um uns stattfindet. Das kann sein. Also es gibt viele Dimensionen, die wir so nicht sehen können. Aber ich glaube, du willst auf das Thema Dimension, so wie ich gerade gesagt habe, durch ein Tor und sowas, ne? Nein, nein, ich habe genau das gemeint, was du gerade sagst, Bruder. Ja, das Problem ist, wenn wir über Dinge reden wie Dimension und Seele und so, dann haben wir leider immer diese suggerierten Bilder, die wir aus den Filmen kennen, die sich in unser Gehirn schon gefressen haben. So, wenn ich von Seele rede, dann haben viele immer dieses Bild, wie ein Geist aus deinem Körper geht. So. Für mich ist Seele Energie, denn dein Körper ist umgeben von Energie. Es ist auch gemessen, dass dein Herz, also um dein Herz herum, ist ein Torus. Weißt du, was ein Torus ist? Nee. Zum Beispiel das Magnetfeld der Erde ist auch ein Torus, ist eine Form. Zum Beispiel, stell dir mal die Erde vor, die ist so rund. Ich weiß, viele wollen das aus meinem Mund nicht hören. Die ist rund, Bruder. Und das Magnetfeld umgibt diese Erde so quasi. Das ist so ein Energiekreislauf. Und alles, was lebt... Ja, sorry, sorry. Alles, sorry, wenn ich euer Weltbild zerstört habe gerade, Leute. An die Leute, die fest davon überzeugt waren. Und alles, was lebt, ist umgeben von Energie. So. Sonst könnte es ja gar nicht leben. Ohne Energie kein Leben, ist ja logisch so. Ne? Sonst wäre es ja tot. Und dieser Energieball ist halt um alles. Und ich finde, das ist so eher die Seele und nicht irgendein Geist, der auf einmal so wie in so einem Film auf einmal so irgendwie durch die Wohnung spukt und so Sachen verschiebt. Das ist eher Film und Fantasie. Aber wenn wir das auf Wissenschaft legen wollen, dann ist das eher die Aura oder eher dein Energiefeld, wenn wir von Seele reden so. Und ich bin mir sicher, dass dieses Energiefeld nicht umsonst dich umgibt. Es hat eine Bedeutung. Und jetzt können wir anfangen zu spekulieren. Jetzt können wir anfangen, rum zu philosophieren und zu fantasieren. Ist gar kein Thema. Ich mache das sehr gerne. Gerade wenn es um das Thema Seele und Energie geht. Ich bin der festen Überzeugung, dass jedes Lebewesen eine Seele hat, auch eine Mücke. So, auch wenn es die militante Veganerin nicht gerne hören will. Auch die Mücke hat eine Seele. Ja? Ob sie jetzt ein Nervensystem hat in der Form oder in der Form, ist völlig egal. Selbst ein Baum hat eine Seele. Ein verfickter Baum, der abgeschnitten wird, hat eine Seele. Und Seele ist halt Energie, ein Energieball. Und ich sag immer, ohne diese Energie kann dieser Körper, zum Beispiel unser Körper, zum Beispiel dein Körper, kann ohne deine Seele, sprich ohne diese Energie, nicht funktionieren. Das ist der Antrieb. Das ist der Antrieb. Ohne deine Seele hat dein Körper keine Bewegungsmöglichkeiten. Dein Herz würde gar nicht schlagen, Bro. Wir wissen ja, dank unserer Wissenschaft, dass unser Herz ja durch Stromimpulse immer schlägt, richtig?
Das weißt du ja. Also das ist ja Fact. Das ist ja nicht, was ich mir finde. Dein Herz funktioniert mit Stromimpulse. Warum schlägt Kann ich mir denn? Gut vorstellen, weil wenn Reanimationen machen die ja auch mit diesen Pads und so und dann gibt es da Stromschläge, damit das Herz wieder schlägt. So. Macht Sinn auf jeden Fall. Richtig. Dein Herz funktioniert jedes Mal, wenn es schlägt, kriegt es einen Stromimpuls. Ja. Das ist halt Fact. So, das habe ich mir nicht erfunden, das ist einfach so. Ich glaube dir das. Das ist gut. Ja, nein, ich muss das sagen für das yeah. Verständnis, worauf ich hinaus will. Yeah. Alleine ein Gedanke besteht auch aus ja, Impulsen. Schon fast Stromimpulsen. Nee, ist so, Bruder. Ich hab mir heute ein Video reingezogen, das kannst du ja auch messen. Das messen die ja mit diesen Hüten, die man anhat. Und dann einem Menschen sagt, denk mal an was. Und wenn die dann denken, dann kommt da was raus. Und die können das messen, Bruder. Safe. Richtig. Das sind Impulse, Stromimpulse. Und wenn du deinen Finger an so einem Ding tust, wo man Strom misst, an so einem Strommesser, hat der, glaube ich, irgendwie... Oder irgendjemand meinte, jede Zelle von deinem Körper hat so und so viel Watt Strom. So Milliwatt oder so, weißt du, oder Nanowatt oder so. Mhm. Und dein Körper funktioniert halt mit Strom. Durch dich kann Strom leiten, du kannst auch Strom abgeben. Kennst du doch, wenn du ein Gewicht kriegst. So. Also wir funktionieren schon mal mit Elektrizität. Das ist Energie. So, das ist Fact. Wir sind nicht nur Fleisch, Knochen und Blut. Wir sind auch Elektrizität. Wir sind Strom, Digga. Manche sagen Licht. Manche sagen Licht auch. Manche nennen es Licht. Aber ist ja im Endeffekt... Das, was aus Energie entspringt. Wie man es nennt. Nenn es von mir aus Bli oder Psi oder Chi. Es ist völlig egal, wie du es nennst. Fact ist, dass es auf jeden Fall so ist. Und wir funktionieren halt damit. Und das wird nur erzeugt durch diesen Energieball um deinen Körper herum. Jedes Lebewesen, auch die Mücke, kriegt diesen Stromimpuls, damit es überhaupt existieren kann. Wusstest du, dass eine Mücke ein Herz hat? Ich weiß nicht, ob die nur eins haben, aber die haben auch ein Herz, was schlägt. Es ist zwar nicht so wie unseres, was so macht, es ist ein bisschen länglicher und es schlägt auch. Und wodurch schlägt es? Durch diese Impulse, Strom, leichte kleine Stromimpulse. Und jetzt frage ich mich, ne, woher kommen diese Stromimpulse? Bist du an der Steckdose angeschlossen, mein Bruder? Nein. Oh, jetzt sind wir da, wo wir hinwollen. Jetzt sind ne? wir da, wo wir hinwollen, Bruder. Genau da sind wir, Dicker. Aha, das heißt, wir können schon mal festhalten, woher kommen diese Impulse, wenn wir doch nicht an der Steckdose angeschlossen sind. Durch unsere Atmosphäre, die natürlich durch die Atome ebenfalls elektrisch geladen ist, Bro. Wo hast du das Wissen das heißt, her, Bro? Sorry, ich hab's gelesen. Krass. Bücher, ja? Ich hab's einfach gelesen. Das heißt, unser gesamtes Universum und die gesamte Atmosphäre, die, zum Beispiel Luft, die wir einatmen. Guck mal, wir haben ein völlig verzerrtes Bild von der Realität. Ja. Wir denken, Luft ist einfach nur Luft. Luft ist auch Elektrizität, besteht auch aus Atomen. Das ist Fact. Die Nicht Menschen nur haben Luft, Atome Bruder. Gespalten. Guck mal, das hier. Jetzt wenn mit der Theorie, die du gerade aufgestellt hast, ne? Jetzt stell dir mal vor, diese ganzen Strommasten und diese ganzen Energien, die um uns drum sind, mit Handy und... Weißt du, was ich meine? Netz und diese ganzen Sachen. Wie krass das auch einen Menschen oder Lebewesen beeinflussen kann, Digi. Weißt du, was ich meine? So, dass wenn du irgendwelche elektromagnetischen oder Mikrowellen und so eine Sachen, wie das auch auf deinen ganzen Körper gehen kann und dich beeinflussen kann. So, wenn du zum Beispiel, wenn du die Antenne von einem Radio anpackst, hat jeder schon mal von uns gemacht, richtig? Dann wird auf einmal aus dem Krisseln ein klares Signal. Fact. Kennst du das nicht? Wenn du ein Radio hast und du hörst es und es krisselt immer im Hintergrund, pack mal die Antenne an. Das Krisseln ist weg. Warum? Weil du, dein Körper, ist in dem Moment ein Verstärker. Also du empfängst das Signal besser dann. Oder zum Beispiel, es gibt so viele Beispiele, Digga. Und das ist für mich einfach der Beweis vor unseren Augen, jeden Tag. Allein jeder Herzschlag von dir ist der Beweis, ja, dass diese Welt nicht einfach nur materiell und technisch ist. Du bist nicht nur technisch auf der Welt, weil zufällig ein Herz schlägt und Blut durchläuft. Nein, es ist viel größer. Das ist der Beweis. Mit jedem Herzschlag, den du führst, ist bewiesen, meiner Meinung nach, dass du mehr bist als nur ein menschliches Wesen, was zufällig auf der Welt ist. Das heißt, die Seele oder die Energie, die dich umgibt, die ist ja nicht zufällig da. Weil wenn wir von Zufällen sprechen, wie viele Zufälle können denn passieren?
dann müsste jedes Lebewesen oder das gesamte Universum ein reiner Zufall sein. Ich sage immer das Beispiel, nimm mal Schutt, Asche und ein bisschen Müll, tu das mal in einem Eimer und schüttel mal eine Stunde lang und stell das auf. Wie wahrscheinlich ist das, dass auf einmal ein Mensch da rauskommt? Ja. Das wäre ein Zufall, richtig? Safe. Ja, aber es gibt... Jetzt stell dir das vor mit dem Universum so. Ich bitte dich, bei allem Respekt, alleine wie ausgewogen die Sonnensysteme sind, das Spiel zwischen Mond und Erde, denn es ist im Zusammenspiel, würde der Mond ein bisschen weiter weg sein, hätte die Erde eine völlig andere Flugkurve und würde aus dem... irgendwas. Safe. Es ist, Bro, es ist einfach... Ich sag dir... Glaubst du an Gott? Guck mal, ich glaube nicht nur an Gott. Ich will nicht sagen, ich glaube an Gott. Ich weiß, dass es Schöpfer gibt. Ich weiß das. Weil jeder Herzschlag von mir, der mit einem Stromimpuls, jeder Gedanke, der durch Impulse gemacht wird, ist für mich der klare Beweis, dass es einen Schöpfer geben muss. Es gibt gar keine andere logische Schlussfolgerung. Ich kann dir das aber auch erklären. Ich will es nicht nur sagen. Ich möchte immer Dinge, die ich sage, auch erklären können, damit mein Gegenüber das vielleicht auch besser versteht. Schauen wir mal. Ich war gerade bei dem Thema Atome. Wir wissen ja, wie ein Atom aufgebaut ist. Der Atomkern, die Hülle, das Innenleben, Neutronen, Elektronen, positiv geladene Teilchen, negativ geladene Teilchen und so weiter und so fort, richtig? Mhm. Wusstest du, dass die Anzahl der positiv und negativ geladenen Teilchen dafür verantwortlich ist, mit welchem anderen Atom es sich verbindet? Und diese Verbindung ergibt ein Molekül. Und diese Moleküle ergeben einen Stoff. In dem Fall Eisen, Holz, Fleisch, Blut, Knochen, Holz, keine Ahnung was. Kennst du doch. Ja. Woher weiß das Atom, dass es sich mit dem anderen Atom durch die Anzahl der Teilchen in ihm drin verbinden muss? Woher weiß er das? Woher wissen die Atome, dass es jetzt zu Holz werden muss und so bleibt? Woher wissen die das? Wir können nicht mehr von einem Zufall reden. Das sind doch keine Zufälle. Das ist eine verfickte KI. Das ist eine Software, Bro. Das ist geschrieben. Das ist vorgegeben. Das sind vorgegebene Werte. Das ist Mathematik. Warum? Guck mal, wie können Werte gegeben sein? Warum ist 1-1? Warum ist 2-2? Eine Frage an dich. Haben wir Menschen die Mathematik erfunden? Sag's mir, Leon. Haben wir Menschen die Mathematik erfunden? Mathematik ist die Sprache von Gott. Mathematik haben wir Menschen nicht erfunden, sondern entdeckt. Ja, das meine ich ja. Sie wurde vielleicht übermittelt. Es gibt viele Geschichten, wie sie übermittelt wurde. Der eine sagt aber so, der andere so. Die wurde übermittelt, der Mensch hat sie entdeckt, aber nicht erfunden. Das ist ein wichtiger Unterschied. Mit Mathematik lässt sich alles beschreiben und berechnen. Deswegen sage ich auch, das ist die Sprache von Gott so, weil Mathematik ist ultimativ, Bruder. Ultimativ. Und ich sage euch, die Atome, also die kleinsten Teilchen, die wir erforscht haben, die wir sogar gespalten haben, womit wir sogar Atombomben gemacht haben, ja, die Dinger haben eine absolute Intelligenz. Woher kommt diese Intelligenz? Gott. Frage an euch, Frage an Chat. Und das ist für mich der logische und teilweise auch für mich selber, für meine Gedanken, der wissenschaftliche Anhaltspunkt dafür, dass es schöpferisch gegeben worden sein muss. Ja. Ich habe jetzt für eine Frage, Bruder. Für mich persönlich kann jeder für sich selber entscheiden. Ich rede hier wirklich nur für mich, für meine Ansicht. Und Mathematik ist nicht nur Zweisatz, Dreisatz, was weiß ich, Geometrie und so ein Zeug. Mathematik ist so krass, du kannst wirklich... Alter, ich habe zum Beispiel die Pyramiden-Doku gesehen. Dort ist sehr vieles mit Mathematik erklärt worden, was oder egal plausibel welche, war. Egal welche Wissenschaft du nimmst, so Physik, Chemie, Biologie, mit was wird das berechnet? Was ist das Handwerkszeug von diesen Leuten? Mathematik, Bruder. Es ist so unfassbar, Digga. Ich hab jetzt, weil wir sind schön deep drin gerade, Bruder. Was sagst du zur Zeit? Glaubst du an Zeit? Was ist Zeit für dich? Du meinst das Vergängliche. Zeit. Gibt es Zeit?
Natürlich gibt es Zeit. Sicher? Zeit, ja, natürlich. Also wenn es keine Uhren geben würde, keine Kalender und keine Anzeigen für Zeit, würde es Zeit dann geben? Natürlich. Natürlich. Inwiefern? Inwiefern? Du siehst es durch, durch Wachstum und wieder durch Sterben. Durch Leben und Sterben. Aber was hat zum das Beispiel mit Zeit ein Baum zu tun? Wächst hoch. Ja, weil es ja, guck mal, wir haben jetzt das Wort Zeit dafür gegeben. Zeit ist natürlich, das Wort wurde von einem Menschen erfunden, um etwas zu beschreiben. Ja? Ja. Um einen Prozess. Zeit ist ein Prozess. Aber ist Zeit nicht relativ? Das ist so, als wenn du sagst, es gibt keine Prozesse auf der Welt. Ich meine nur, aber ist Zeit nicht relativ? Glaubst du nicht, dass wenn es keine Zeit, wenn es keine Uhrzeit, keine Kalender und nichts geben würde, womit man Zeit messen kann, ne? Unmöglich. Zeit ist gekoppelt an der Existenz. Okay, aber sagen wir mal, es würde keine Möglichkeiten geben, Zeit zu messen, ne? Gehen wir mal davon aus. Glaubst du nicht, dass zum Beispiel ein Tag länger sein könnte als der andere? Oder nein. Ein Leben kürzer sein könnte als das andere, obwohl es eigentlich, wenn wir es mit den Tools messen würden, gleich lang ist? Also jeder hat eine innere biologische, also Lebewesen haben schon mal eine innere biologische Uhr, eine eigene. Mhm. Du kannst keinen Menschen auf dieselbe Zeit, sage ich mal, legen. Das heißt zum Beispiel, für dich sind 70 Jahre, man sagt, okay, dein Körper lebt 70 Jahre und für mich, ich alter vielleicht langsamer als du. So, man kann das nicht nur auf Zeit legen, das ist ein grober, wie soll ich sagen, eine grobe Schätzung oder sowas. So. Mhm. Aber Zeit ist ebenfalls ein Prozess. So, und Prozesse passieren, das sind die Zyklen der Mechanismen der Energie, des Universums, der Bewegung, es gibt ja auch Zeitverschiebungen und so weiter und so fort. Also, dass es keine Zeit gibt, das ist so, als wenn du sagst, es gibt nichts. Nee, ich habe nicht gesagt, dass es nicht gibt, ich habe es gefragt. Also nein, so nein, ich meine allgemein, wenn jemand sagt, ich meine es nicht dich persönlich, sondern wenn jemand sagt, es gibt keine Zeit, das ist dann gleichzusetzen mit, es gibt nichts, es ist alles gar nicht da. Ich finde es das gibt Thema, ja kein Nichts. Ich finde das Thema Zeit. Ich finde das Thema Zeit voll interessant, Bruder. Also so damit Zeit beschäftige ich Bewegung. Mich gerade. Ich ziehe mir viele Videos darüber rein. So, es gibt sehr viele Theorien, sehr viele verschiedene wissenschaftliche Ansätze auch und so. Und da gibt es auch sehr viele Leute, die so versuchen, outside the box zu denken und das neu zu beschreiben und zu umdenken und so. Ich finde das brutal aber interessant. Das ist gar nicht outside the box denken. Also vielleicht gesellschaftlich gesehen, aber ja, so. Faktisch und logisch betrachtet ist es genau das, worüber man auch nachdenken sollte. Denn Zeit ist, wie soll ich sagen, ich kann es nur als Prozess oder als Existenz, weil ohne Zeit gibt es einfach keine Existenz. Das ist einfach, man kann auch sagen, Zeit ist alles. Weißt du, wie ich meine? So, guck mal, weißt jede du, was Bewegung ich, vergeht ja Zeit so mäßig. Weißt du, was ich für eine Theorie habe, Digga? Jetzt kommen wir, Bruder. Jetzt sind wir Erzähl. Da. Ich habe so eine Theorie, aber das ist auch keine noch nicht hundertprozentig durchdachte Theorie. So, aber ich habe mir so vorgestellt, wenn man sich mal vorstellt, es würde eine Dimension geben, in der alles miteinander verbunden ist, ne? Also es würde eine Dimension geben, wo alle Seelen miteinander verbunden sind, die Natur, die Tiere, alles. Dass alles miteinander verbunden ist und dass man das auch sehen kann, wenn man in dieser Dimension ist, wenn man da hinkommen könnte, jetzt rein theoretisch so. Und ich stelle mir das vor, dann würde meiner Meinung nach in dieser Dimension würde es auch keine Zeit geben, weißt du? Da würde es keine Vergangenheit geben, keine Zukunft, sondern nur diese Dimension, nur das Hier und Jetzt, Bruder. Eigentlich ist dann alles das Gleiche. Die Zukunft, die Vergangenheit und das Hier und Jetzt ist eigentlich das Gleiche, weißt du? Ich verstehe, was du meinst. Aber das geht für mich zum Beispiel nicht ganz auf, dass alles das Gleiche ist, weil ein Prozess ist immer, also jede Millisekunde, die vergeht, ist schon mal anders als die andere. Durch den Prozess, durch zum Beispiel Alterung, Evolution oder was auch immer, oder Bewegung. Würde es keine Zeit geben, gäbe es auch keine Bewegung. Verstehst du, was ich meine? Ja, in unserer materiellen Welt, ja, ich habe ja jetzt gerade von dieser Science-Fiction-mäßigen Dimension geredet, weißt du, wo wir nicht mehr materiell sind, sondern nur unser Spirit da ist, so quasi. Unsere Seele. Ich glaube, wenn man die Kamera aus unserem Sonnensystem weiter zurückzieht und mehrere Sonnensysteme sieht und immer weiter und dass du so, weißt was ich, so ganz weit nach hinten gehst, dass wir nicht mal mehr mit dem Auge zu sehen sind, spielt dort vielleicht die Zeit nicht mehr so eine große Rolle. Mhm. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Das ist, je weiter weg du gehst, das ist halt auch eine krasse Theorie, je weiter weg du gehst von dem und das Größere siehst, dann ist es in dem Kern des Kleinen, zum Beispiel auf unserem Planeten,
sind wir ja nicht mal mehr ein Staubkorn. Wir sind ja nicht mal mehr der Kopf einer Nadel, Alter. Wir sind ja nicht mal mehr ein Bakterium. Wir sind ja. Man könnte sagen, uns gibt's gar nicht mehr. Aber in unserer Welt ist Zeit zum Beispiel voll lang. Aber wenn du weiter weg gehst, ist es zum Beispiel nicht mal mehr nachzumessen, so kurz ist das. Das heißt, Bro, es ist Brainfuck. Es ist wirklich, es ist Brutal. Grenzenlos. Also du, kennst du Vera F. Birkenbiel? Nee. Nee? Das war auch so eine deutsche Wissen. Nochmal was? Vera F. Birkenbiel. Doch, die mit dieser kratzigen Stimme. Ja, genau. Die das Mikrofon hier immer hängen hat und so Dings. Genau. Boah, die ist krass. Die hat auch gute Theorie, also die hat auch wilde Sachen mit Zeit aufgestellt und mit was an Orten passieren kann und wie relativ Zeit ist und so. Musst du dir mal geben, Bro. Ja, die ist echt krass. Die macht auch sehr viele Vorträge über Männer und Frauen. Zum Beispiel, dass Männer völlig anders strukturiert sind im Gehirn als Frauen und deswegen zum Beispiel Konflikte anders behandeln. Hat die auch darüber... Hast du es gesehen? Nein, Bruder. Ich beschäftige mich gerade viel mit dem Thema, aber ich habe von Vera nichts dazu extrem gesehen. Extrem gesellschaftliche Konflikte behandelt sie extrem. Zum Beispiel das mit Männern und Frauen. Ist jetzt ein ganz anderes Thema als Zeit und Erde, aber wenn du schon gerade dabei bist. Die sagt zum Beispiel, dass Männer gehirnstrukturmäßig ganz anders aufgebaut sind als Frauen. Ja. Deswegen können Männer Frauen nicht verstehen und anders auch nicht, besonders bei Konflikten. Merkt Männer man doch. Ziehen sich zurück. So. Genau, die Männer ziehen sich zurück und denken über das Konflikt nach und kommen mit einer Lösung. Meist nicht Frauen immer, wollen aber reden. Meistens. Frauen wollen das jetzt, die wollen den Konflikt bereden ja, und die nicht wollen, klären. Ja, so. Die wollen keine Lösung. Das heißt, wenn du mit einer Lösung kommst, steht deine Frau schon da und sagt, ich habe schon meine Koffer gepackt. Das heißt, die will das Problem bereden und der Mann will das Problem klären. Und der Mann will nicht über das Problem reden, sondern über die Lösung. Aber die Frau ist emotional und möchte aber über das Problem reden und will nicht jetzt eine Lösung. Ja. Und das ist der permanente Konflikt zwischen Mann und Frau. Und das ist auch für mich der Grund, warum man beide nicht gleichstellen kann. Nicht im Status der Gesellschaft, sondern allein von der Gehirnstruktur her. Und das hat diese Frau, die du gerade gesagt hast, so krass rübergebracht. Krass. Ich habe es einfach plump gesagt. Digga, aber es ist Wahnsinn, Alter. Ich finde es heftig, dass die auch sich mit dem Thema... Aber da merkst du auch wieder, es gibt gewisse Themen so, die einfach auch gesellschaftlich gesehen brutal wichtig sind, mit denen sich fast alle intellektuellen Menschen irgendwo beschäftigen, so, weißt du? Weil das auch die Basis ist, glaube ich, um halt wieder eine funktionierende Gesellschaft zu bekommen, Digga. Leider ist sie ja gestorben, ne? Ich glaube, noch gar nicht lange her. Das habe ich nicht ganz mitbekommen. Was ist genau passiert? Das weiß ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Wurde sie von der Regierung kalt gemacht, weil die so krasses Wissen hatte? Die arme Rest in Peace. Rest in Peace an der Stelle. Die hat wenn wir schon mal bei dem Thema sind, Bruder, ich glaube, hier war auch einer, der eine Frage hatte. Ey, Bro, unser Mikrofon, das sieht so krass aus, Chat. Guck mal, Leons Mikrofon. Einfach gleich. Den Übergang in mein Mikrofon, als wäre das so eins. Wir haben die Matrix geknackt. Okay, erzähl mich dazu. Chat, das ist übrigens jetzt unser Life is Talk-Raum, ne? So wird das jetzt ab jetzt immer aussehen, so richtig galaktisch, Matrix-mäßig. Hier fragt einer, was du von der Verhaftung von Andrew Tate hältst.